Valulis, die Trümmerfrau der ARD-Mediathek. Seit bald 5 Jahren moderiert sich Philipp Valulis durchs Internet. Am 17.01.17 lief die erste Folge Valulis. 170117, Quersumme 818, ein Nazi-Code für Heil Adolf Hitler. Halt! Stopp! 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 In dieser Folge wird alles anders. Wir wagen einen Blick hinter die Kulissen. Diese Hitlerwitz-Animation zum Beispiel, beliebter Running Gag beim Publikum. Doch was viele nicht wissen? Eigentlich achten wir in unserer Firma auf eine gute CO2-Bilanz. Aber Philipp wollte diese Grafik explizit aus hawaiianischen Studios einfliegen lassen, weil die das mit dem Pixel ja viel besser hinkriegen. Und dann wurde das immer auf einen Stick verfrachtet, in ein Flugzeug gekarrt und nach Deutschland geflogen. Und das jede verdammte Folge. Klimakatastrophe. Made in Munich. Für ein paar billige Hitlerwitze. Und warum nicht einfach Grafiken übers Internet verschicken? Die Antwort? So simpel wie unfassbar. Oh, das Internet hier, das ist so grottig. Teilweise mussten die Leute draußen im Freien arbeiten, weil das einzige WLAN, was funktioniert hier, von den vorbeifahrenden Bussen ist. Heute wollen wir das, was der Öffentlichkeit bislang verborgen blieb, endlich ans Licht bringen. Bayern. Das steht für Qualität, für Lebensfreude, für Offenheit, für Humor. Und in der bayerischen Metropole München, da werden die Valulis-Formate produziert. Und denen wohnt etwas ganz Besonderes inne. Der Philipp Valulis, ich habe ihn das letzte Mal getroffen, das war in Monaco, glaube ich. Da war ich auf einem Charity-Event für behinderte Delfine. Und ja, der Philipp war auf seiner Yacht und hat so gemacht. Ne? Hat mir gewunken. Glaube ich. Und das sind so diese Gesten, an denen man seine Warmherzigkeit erkennt. Und das spürt man ja auch bei all seinen Projekten. Und es sind verdammt viele Projekte. Das kann jede Woche zu einer echten Herausforderung werden. Wir haben hier schwere Themen. Themen, die das aktuelle Zeitgeschehen abbilden, einordnen und häufig auch nicht so leicht zu verdauen sind für unsere Zuschauer. Spätrömische Agrarwirtschaft in Ostschlesien zwischen 1603 und 1824. Umso wichtiger ist, dass unsere Videos festen Strukturen folgen. Und dafür hat sich die Redaktion den Opening Gag ausgedacht. Am Anfang Folge wird dem Publikum dann sofort klar, um was es im Video gehen wird. Der Nahostkonflikt, das aus der Tagesschau. Obdachlosigkeit, was man hat, wenn man gar nichts hat. Das Higgs-Boson, die Piccolini ist unter den Atomen. Colonia Dignidad, das Klima ins Land, auf Spanisch. Asylrecht, die Origin-Story der AfD. Also der Opening-Gag, der ist ja deshalb so wahnsinnig wichtig, weil er uns sehr schnell mit auf die Reise ins Thema nimmt und gleichzeitig aber den Zuschauer so richtig, so wohlig warm, umarmt und sagt so, hey, keine Sorge, wir stehen jetzt zusammen durch. Aber genau diese Gags sind das, was so sehr an den Kräften und Nerven unserer MitarbeiterInnen zehrt. Ja, bei so vielen Sendungen, da müssen schon ordentlich Witze gemacht werden. Da ist es gut, dass wir so einen großen Autorenpool haben aus internen und externen Autoren. Und mit den externen treffe ich mich einmal die Woche. Die Comedy-Autoren sind allerdings sehr scheue und vor allem nachtaktive Wesen. So, da vorne ist es. Ich weiß auch nicht, wie die hier überleben. So, jetzt haben wir es gleich. Der Baumstamm da, das ist die Futterstelle. Und da lege ich jetzt die Belohnung aus für die Comedy-Autoren. Die mögen Chips sehr gerne. Und das Ganze wird noch verfeinert mit einem Energy-Drink. Jetzt muss ich sie noch rufen. So, schnell weg hier. Ich glaube, da ist einer. Schau mal. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Komm, komm. Lass die Witze da. Lass die Witze da. Ja, lecker Chips. Ja, Witze. Ja, perfekt. Okay, er geht. Okay, okay, jetzt warten wir noch kurz und jetzt gehen wir gleich hin und können ernten. Okay, alright. Tada! So geht Comedy. Ist auch nur ein Handwerk.
Zurück im Büro gucke ich dann, welche Witze es in die Sendung schaffen. Wir sind ja ein motiviertes, aber halt auch junges Team. Darum sind die Externen so eine Bereicherung für uns, weil wir viel von ihnen lernen können. Die sind sozusagen das Rückgrat unserer Redaktion. Die Zusammenarbeit macht uns allen auf jeden Fall super viel Spaß. Nur gerade diese Menge an Witzen, die jede Woche abgefeuert werden müssen, birgt Gefahren. Und dabei versuchen unsere AutorInnen alle Feinfühligkeiten zu beachten. Manchmal ein schwieriges Unterfangen. Auch wenn Mensch und Produkt irgendwie verschmelzen. So ähnlich wie bei der Challenger damals. Ja, den fanden wir alle super. Kam aber auch beim Publikum tierisch gut an. Hier, erster Kommentar. Alter, der Challenger-Witz hat mich aus dem Nichts getroffen. Wie die Besatzung. Für so einen Humor schmelze ich dahin. 684 Likes. Also haben wir uns gedacht, die Leute wollen Challenger-Gags, dann kriegen sie die auch. Auf Kritik reagierte Seehofer explosiv. Wie die Challenger. Die Panama Papers trafen viele wie die Challenger. Aus dem Nichts. Letztlich ist doch alles gut gegangen. Anders als bei der Challenger. Die Folge? Likes, Abos, Euros. Und auf diese Folgen folgte Erfolg. Die Folgen des Erfolgs waren folglich von schwerwiegenden Folgen folgendermaßen verfolgt. Folgendes. Können wir den Text nochmal überarbeiten? Die Bausteine Was macht Valulis aus? Natürlich, das sind diese heiligen Hallen hier. Hier arbeiten nur Vollprofis. Aber was macht den Kern einer Folge aus? Klar, das sind die Matzen, diese kleinen Einspielfilme, die die Folgen auflockern. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber unsere Zuschauer wollen was Positives sehen. Aber in dem Film geht es um den Holocaust. Ja, aber kann denn nicht wenigstens der Zombie vorkommen? Diese Cutaways, wie sie intern genannt werden, haben schon die lustigsten Charaktere hervorgebracht. Wie Senior Stinky, der hochkomplexe Thematiken einfach auf den Punkt bringt. Chef, wir müssen noch über den Kabinettbeschluss beraten. Ach ja! Oder Schlumpi, der Klempner mit seiner Catchphrase. Achtung, hier komme ich! Und natürlich den Assi. Der Tonassi. Berühmt und beliebt wegen seiner Tonangel. Kann die Vermögenssteuer nicht funktionieren. Verstehst du das? Deswegen. Angel im Wind! Das ist iconic! Kultig! Diese Liebe zum Detail brachte der Produktion einige regionale und überregionale Kleinkunstfilmpreise ein. Und die waren der Startschuss für die großen und legendären Außenreportagen. Das ist doch scheiße mit dem Revolver. Ich wollte mal zu Mario Barth, deckt auf. Die CSU wollte dazu noch kein Statement abgeben. Hey, wie die Firma zu den Vorwürfen steht, bis jetzt warten wir auf eine Antwort. Da sind die Sicherheitsleute. FC Bayern verhält sich zu den Vorwürfen weiterhin still. Oh, da ist er. Herr Hoeneß! Ey, wir mussten so viel rennen. Wegrennen von Clanmitgliedern, hinrennen zu Politikern. Meine Ausdauer war noch nie besser, wirklich. Ich musste sogar anfangen zu rauchen, also hat mein Arzt gesagt, um Lungenbläschen abzutöten, sonst wäre ich irgendwann erstickt. Denn diese Lungenbläschen sind irgendwann so riesig geworden, dass kein Platz mehr war für Luft. Doch diese investigativen Meisterleistungen, wo ganz tief nachgebohrt wurde, zahlten sich aus. Immer mehr Promis wurden auf uns aufmerksam, weil sie gar nicht anders konnten. Als mich die Anfrage per Mail erreichte, bin ich sofort aus allen Wolken gefallen. Und ich sagte sofort, nein, niemals, lass mich in Ruhe und schreibt bloß nicht mehr diese Mailadresse an. Habt ihr verstanden? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Und tatsächlich drehte sich das Blatt sehr schnell. Ja, und als wir dann das Team kennengelernt haben und gemerkt haben, dass sie über ein außergewöhnliches Fachwissen zur Modedroge Mescalin verfügten, da wussten wir, das stimmt was nicht. Das ist einem schon schnell aufgefallen, dass dieses Team über nichts anderes reden konnte als über Mescalin. Ich habe ja Valulis und sein Team mit so vielen Infos zu Mescalin versorgt und mein Team und ich mussten extra Recherchestunden einlegen, weil die so viel wissen wollten. Und ich dachte noch so, wie viele Videos wollt ihr denn noch darüber machen? Und ist euer Fokus nicht Medien? Also, intern muss da was richtig schiefgelaufen sein. Aber sie haben noch gar keins veröffentlicht, oder? Um die Redaktion bei Laune zu halten, gab's Unmengen an Süßigkeiten für alle. Immer. Umsonst. Das hat die Firma natürlich hoch verschuldet. Und Mescalin-Dealen klang sehr gewinnbringend.
Tja, und das hat uns alle irgendwie abhängig gemacht. Oh. Oh. Die Kehrseite des Erfolgs. Wie bei allen Dingen im Leben gibt es immer zwei Seiten der Medaille, schwarz und weiß. Dazwischen viele Grautöne. Die hat die Redaktion jedoch alle übersprungen und es wurde sehr schnell sehr düster. Niemand von uns war auf so einen Aufstieg vorbereitet. Die meisten von uns wurden ja direkt von der Straße weggecastet. Hey, könntest du den Stift mal hier halten? Ja, okay. Guck mal, ist ja perfekt. Du bist genau richtig für uns. Hä, aber wofür? Solche Beispiele soll es etliche gegeben haben. Ich war nur eine blöde Gag-Idee der Autoren. Als er mich die Requisite dann gebaut hatte und ich fertig war mit meinen Texten, haben die sich dann gedacht, ich könnte doch ein paar billige Witze schreiben. Dabei habe ich doch vier kleine Calzones zu Hause, Mama Mia! Ich bin an einen Job gekommen, weil ich einen sehr oft gelikten YouTube-Kommentar unter eins der Videos gepostet habe. Und dann haben die mich angeschrieben und gefragt, ob ich für die arbeiten möchte. Das war dieser hier. Von abgebrühten Medienprofis keine Spur. Stattdessen Menschen wie du und ich, die dem Druck einfach nicht mehr standhielten. Eine wilde Zeit, ja. Und auf dem absoluten Höhepunkt dann der Deal mit dem Teufel. Die neue Folge bei Lunis Woche ist online. Kommt in die Mediathek. Plötzlich TV-Quote und der ganze Fernsehkram. Senderchefs, Juristen, Redakteure, Mediathek, Thomas Gottschalk, Mediathek! Aus der Traum von der eigenen Underground-Indie-Late-Night-Show im öffentlich-rechtlichen TV-Programm. Das schlagartige Scheinwerferlicht auf der großen Bühne der Abendunterhaltung war natürlich ein gefundenes Fressen für die oftmals kritisierten Boulevardmedien. Um von der verheerenden Kritik abzulenken, blieb Valulis im neumodischen System der Aufmerksamkeitsökonomie also nur noch die Flucht nach vorn. Promo wider Willen. Hauptsache, die Leute schalten ein. Ob die Strategie mit Philipps Gastauftritten in den ganzen Trash-TV-Formaten wirklich hätte sein müssen, ich weiß ja bis heute nicht, welche Zielgruppe wir bei Temptation Island, Promi Big Brother oder Dschungelcamp abgreifen wollen. Ja. Hat sie dabei geheult und so. Du kennst doch Frauen, die sagen einfach, ja, ich will dich nie wieder sehen und dann ist halt einen Tag später. Nein, das sagt man nicht einfach so. Nein, natürlich, sie ist am Ende, Alter. Das kannst du. Hat sie da geheult? Ja, klar. Und während der Moderator um die Welt chatsettet, kommen seine Kollegen immer näher an den Rand der Verzweiflung. Ja, ich muss eigentlich schon seit Monaten zum Zahnarzt, Weisheitszähne ziehen lassen. Aber Philipp meinte, wir dürfen doch jetzt unseren Biss nicht verlieren. Ich kann auch keinen Tag fehlen. Wer soll denn sonst den Zong füttern? Es gibt einfach keinen Ausweg. Wir müssen jeden Tag abliefern. Egal, ob wir Strom haben oder nicht, ob Philipp nur ein Auge hat oder überhaupt da ist. Und dennoch wurden die Ansprüche an sich und das Format immer höher. Investigativer, intensiver, emotionaler und das alles noch mit Fakten belegt. Das ist unmöglich. Viele unserer Mitarbeiter suchten deshalb einen Ausweg in Statistiken und Infotafeln. Tatsächlich kann man das hier sehr gut erkennen. Seit wir angefangen haben, so weirden Meta-Humor mit Infografiken zu machen, ungefähr hier, geht's steil bergab. Auf der einen Seite das süßlich-grelle Rampenlicht. Auf der anderen eine von Selbstzweifeln zerfressene Redaktion. Gut, dass bald Ferien sind, um neue Kräfte zu schöpfen. Weihnachtszeit ist auch die Zeit, um den Tank wieder voll zu machen, Inspiration zu gewinnen. Und da haben alle Teammitglieder ihre ganz eigenen Rituale. Markus beispielsweise betreibt in seiner Freizeit einen eigenen Twitch-TV-Kanal, auf dem er seine alten Lieblingsspiele Let's Played. Ah, Pussy Destroyer 69, danke für den Sub. Andere versuchen hingegen, neue Impulse zu gewinnen. Seht ihr? Sowas! Das ist das, wovon ich spreche! Hä, aber wir machen doch schon alles, was die machen! Und warum laufen die dann auf Pro7 und 4 in der ARD-Mediathek? Der Rest der Redaktion fokussiert sich auf ihre wirklichen Herzensprojekte. Podcast-Parodien. Denn, wie alle Medienfuzzis, hören die sich vor allem gerne selbst reden. Beim Herrenbesteck, dem Podcast-Uso oder Paywatch München. Na, hoffentlich sind dann bald alle wieder fit und ausgeruht, um uns auch im nächsten Jahr mit neuen, unglaublichen und präzisen Prognosen die Zukunft vorherzusagen. Denn unsere Redaktion hat schon öfter ihre hellseherischen Fähigkeiten bewiesen. So, nun wollen wir mit diesem hochwertigen Zukunftsgerät herausfinden, wer gegen Donald Trump antritt und verlieren wird. Und es ist Donald Trump! Ha!
Welch Ironie der Geschichte. Nächste Woche der Style-Trend. Blaue Augen für wenig Kohle. Warum häusliche Gewalt 2020 ein Revival erlebt. Olaf Scholz, bald Kanzler. Ich bin so. Olaf Scholz, einfach unfassbar. Ich bin so. Olaf Scholz, will mich und ich verspreche, es wird alles weiterlaufen wie bisher. Yeah. Ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Dann wird hier aber erstmal ordentlich kernsaniert. Aber jetzt erst einmal Weihnachten. Erholt euch gut. Versuchen wir auch nach all den Jahren Achterbahn. Das Beste kommt doch zum Schluss, haben sie gesagt, als klar wurde, welchen Teil der Sendung ich moderieren darf. Und da könnte ich natürlich wahnsinnig wütend sein. Bin ich aber nicht, weil ich ja weiß, wie wichtig es für uns alle ist, dass euch jemand motiviert, diesen Abo-Button zu drücken, auch die Glocke zu drücken und euch diese beiden Videos hier anzuschauen, damit wir uns alle fast auch nächstes Jahr wiedersehen.